Hallo und willkommen bei Comic Dojo. Hier ist Thomas. Hier ist Steve. Bald kommt ja der zweite Venom-Film mit Carnage raus. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal die ersten Auftritte von Carnage an. Carnage war ja in den 90ern hyper populär. Der hat ja dann kurz nach seinem ersten Auftritt eine ganze Storyline bekommen, die, ich glaube, ein Jahr lang in allen Spider-Man-Heften lief. Die Maximum Carnage Storyline. Dazu gab es ja dann auch die Videospiele für Super Nintendo und was weiß ich. Das war ein Riesending. Carnage war unglaublich populär, eigentlich nach Venom damals der populärste Spider-Man-Feind. Und ja, kam ja dann auch in der damaligen Zeichentrickserie aus den 90ern vor. Und wir fanden Carnage damals auch ziemlich cool. Ja, mein erster Berührpunkt mit Carnage war, glaube ich, wirklich das Videospiel. Von den Comics habe ich, glaube ich, erst später was gesehen. Aber gut, in dem Maximum Carnage-Videospiel hat man auch schon Comic-Panels gesehen. In sehr pixeliger Form, aber trotzdem. Allein schon die Prämisse, dass ein verrückter Serienmörder den Symbionten bekommt und dadurch verstärkt ein Gemetzel, um es wörtlich zu nehmen, veranstalten kann. Ist auch so ein bisschen ein Spiegel der Zeit. Ich meine, 90er ist so ein bisschen Nirvana-Zeit, es ist so die Grungy, so ein bisschen Emo-Phase und dann kommen solche Charaktere, so leicht Psychopathen, lässt sich, glaube ich, sehr gut verkaufen in dieser Zeit. Das stimmt. Und wir schauen uns jetzt heute Amazing Spider-Man Nummer 344 an. Das war der erste Auftritt von Cletus Cassidy, dem ersten Wirt oder Host von dem Carnage-Symbionten. Und dann schauen wir mal direkt rein, würde ich sagen. Das Cover und das Artwork ist von Eric Larson, ja, der später dann bei Image Savage Dragon, ich glaube, bis heute noch zeichnet und schreibt. Der war ja der Nachfolger von McFarlane bei den Spider-Man-Serien, sowohl bei Amazing Spider-Man als auch später bei dem adjektivlosen Spider-Man. Auf dem Cover haben wir erstmal noch nichts, was mit Carnage zu tun hat. Hier wird Venom mal erwähnt. Ist Venom really dead? Und ansonsten Rhino und Cardiac. Aber hier ist schon mal Eddie Brock. Das gute alte Papier, Newsprint-Papier. Man sieht hier, die Druckerschwärze ist bei meinem Exemplar ziemlich extrem. Und es ist auch ein bisschen schief. Ja, ich glaube nicht, dass es gewollt ist. Nee, das ist Produktion damals, 80er Jahre. Oder wann war das? Februar 91 kam das raus. Ja. Aber ich mag Eric Larson Spider-Man. Ich mag vor allem, dass er alles, was nicht rot ist am Kostüm, oft schwarz gezeichnet hat. Und die Art, wie er das... McFarlane hat ja eingeführt, dass die Augen so groß sind bei Spider-Man. Und seine sind irgendwie so ein Mix aus den... John Romita Senior und McFarlane, die sind zwar so groß, aber dafür haben sie diesen typischen Oldschool-Look, diese Rundungen in den Augen. Ja. Mochte ich schon immer sehr gerne. Und ich mag auch einfach dieses Cartoony-Feeling, was die Charaktere von Eric Larson haben. Wir schauen uns die grundsätzliche Story von diesem Heft jetzt nicht so sehr an. Wir gehen ein bisschen auf das Artwork ein von Eric Larson, aber hauptsächlich interessiert uns ja Carnage. Und er taucht nur relativ, beziehungsweise sein Alter Ego taucht nur relativ kurz auf in dem Heft. Meinst du, dass Eric Larson Cardiac erfunden hat? Weil ich finde, er wirkt sehr wie, ja, schon fast wie ein Image-Charakter eigentlich. Also das Design bestimmt. Ich glaube, an sich der Autor ist David Michelinie, der ja auch mit McFarlane den Venom erfunden hat. Ich glaube, Eric Larson hat es im Interview gesagt, hat so angeteased, dass ein neuer großer Feind auftauchen wird in den Spider-Man-Comics und hatte gemeint, ja, Venom wurde ja relativ schnell zu einem positiven oder zu einem Anti-Helden und war dann kein Gegner, kein böser Charakter mehr und deswegen taucht jetzt nochmal ein böser Symbiont auf und Eric Larson war wohl nicht so begeistert davon, dass jetzt nochmal so ein Symbiont auftaucht. Hm. Aber ich meine, David Michelinie hat garantiert nochmal einen neuen Symbionten erfunden, einfach nur, weil Venom so populär war, hat er sich gedacht, warum nicht noch einen zweiten Symbionten erfinden. Und die Rechnung ging ja auch auf, also Carnage war ja auch ebenfalls sehr populär. Und an sich ist Cardiac eigentlich ziemlich unspektakulärer Feind, also hat mich jetzt nie so sonderlich angemacht. Ich glaube, das ist auch sein erster Auftritt. Hier in diesem, ja, auf dem Cover stand Introducing Cardiac. Kann gut sein. Aber wegen Cardiac kauft sich, glaube ich, keiner dieses Comic. Hauptsächlich wegen Cletus Cassidy.
Eric Larson hat auch schon früh diese Manga-Speedlines hier eingeführt. Das ist sowas, was bei Image dann, was man bei den Image-Comics dann auch sehr oft gesehen hat. Sehr untypische Panels. Die alten Marvel-Comics hatten alle so quadratische Panels, 9 Panels oder 6 Panels pro Seite. Und die ganzen Image-Gründer haben so diese länglichen, horizontalen und vertikalen Panels hauptsächlich. Und dann, sobald die Action abgeht, gibt es dann diese Panels mit den gekritzelten Panel Borders. Sowas hat man früher auch nicht gesehen in den alten Marvel-Heften. Hier, das Panel finde ich super. Das ist so ein richtig genialer Eric Larson Spider-Man. Super dynamisch. Auch mit den Speedlines. Und ich meine, wahrscheinlich macht er das aus Faulheit, dass er einfach das Kostüm schwarz ausmalt. So erspart er sich, dass er die Muskeln zeichnen muss. Und wenn der Spider-Man ein bisschen kleiner ist, ist es dann auch schwieriger, die Anatomie korrekt zu zeichnen. Aber es sieht trotzdem sehr cool aus, sehr stylisch. Hat mir schon immer sehr gut gefallen. Und auch, dass hier die Netze, wie die sich hier so rumschwingen. Ich glaube, Cardiac ist irgendwie Herzchirurg oder sowas. Das ist ein Alter Ego. Das finde ich schon ein bisschen lustig. Ich meine, Cardiac ist ja auch der Herzschlag. Ah, genau, da sieht man es auch im Krankenhaus. Dr. Wertham. Ah, ich mag den Zeichenstil schon sehr gerne. Diese Panels sieht man heutzutage echt sehr selten, glaube ich, in Marvel Comics. Es ist schwierig, was zu erzählen in so langen. Ja, man muss auf jeden Fall seinen Ausschnitt sehr weise wählen, also. Und ich glaube, das fällt vielen auch schwer heutzutage. Aber in dem Fall ist das hier richtig gut gemacht. Auf Also, jeden dass Fall, ja. hier, wie er hier reinkommt, dann steht er hier im Fenster. Man sieht eigentlich alles, was wichtig ist, sieht man sehr groß. Hast immer viel Freiräume hier oben und unten. Könnte man natürlich mit Text füllen, aber es ist auch so schon genug Text auf der Seite. Aber mir gefällt einfach die Art, wie Eric Larson Gesichter zeichnet. Auch die Augen sind ziemlich groß, schon fast Manga-artig. Auch Peter Parker hat sehr große Stimmt, Augen ja. und auch sehr maskuline, Fist of the North Star-artige Augenbrauen. Für Japaner sind dicke Augenbrauen ja ein Zeichen von Männlichkeit. Also die finden Peter Parker-san wahrscheinlich sehr maskulin. Ah ja, und das ist der Grund, warum wir uns dieses Heft hier angucken. Das sind, glaube ich, tatsächlich nur diese paar wenigen Panels hier. Und auch sehr unspektakulär eigentlich, wie Cletus Cassidy hier eingeführt wird. Sein erster Auftritt ist hier auf diesem Panel. Und eigentlich, ja, das Einzige, was er sagt, ist, dass er genervt ist, dass Eddie Brock, teilt sich eine Zelle mit Eddie Brock im Gefängnis und Eddie Brock trainiert die ganze Zeit. Und Cletus Cassidy ist genervt dadurch und droht ihn umzubringen, aber Eddie Brock ist nicht so, fühlt sich nicht so bedroht durch ihn. Was ich aber auch schon merkwürdig finde, also dass so ein krasser Serienmörder in eine Doppelzelle kommt und er hat sogar wirklich schon eine Waffe gebastelt. Und er sieht auch sehr stark aus wie der Joker hier auf diesem Panel vor allem. Ja. Und er bräuchte nur noch grüne Haare und die Hautfarbe müsste ein bisschen heller sein und schon wäre es ein perfekter Joker. Auf jeden Fall das stärkste Panel auf der Seite. Und ich finde, Eddie Brocks Gesicht sieht sehr. Also, dieses Gesicht und dieses Gesicht sind sehr unterschiedlich. Und hier, ja, sieht er sehr heruntergekommen aus. Naja, sieht Ne? sehr trottelig auch aus. Trottelig, ja. Aber ich glaube, Eric Larson mochte auch wirklich den Charakter nicht. Von daher hat er ihn wahrscheinlich so gezeichnet, wie er ihn sieht. Was lustig ist, weil Eric Larson den Charakter Venom eigentlich zu dem erst zu dem gemacht hat, was er heute ist. Die lange Zunge und der lange Kiefer. Das sind eigentlich alles Sachen, die Eric Larson beigesteuert hat. Ich mag diese zwei Panels hier auf der Seite. Sehr Ja. dynamisch hier, sehr die Perspektive, ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ich denke, die zwei Seiten gehen für eine Menge Geld weg, wenn man die Original Art kaufen wollte. Was ich auch lustig finde, ist ja, dass Venom ist ja der Protector of the Innocents. Und ja, dass er halt hier mit einem Serienmörder in einer Zelle ist. Ich denke, theoretisch müsste ihm sein Kodex ja dazu zwingen, ihn umzubringen, oder? Er scheut sich ja nicht davor, Kriminelle umzubringen. Und er ist ja in einer Zelle mit einem Massenmörder. Sagt ja auch in einem Panel lustigerweise. Manchmal wünsche ich mir, dass ich nicht eine Zelle mit einem dreckigen Serienmörder wie dir teilen müsste.
Ist irgendwie so ein bisschen unfreiwillig komisch. Ist fast so, als wäre das irgendwie so eine Sitcom zwischen den beiden. Ja, und dann sieht Cletus Cassidy den Symbionten draußen, weiß aber natürlich nicht, was er da gesehen hat. Und dann geht's wieder zurück zu Spider-Man, der sich durch die Nacht schwingt. Und das war's auch schon. Mehr sieht man gar nicht mehr von Cletus Cassidy in diesem Heft. Dann taucht später nochmal hier Rhino auf. Großer Fan von Rhino. Besonders einfach das ganz klassische Kostüm mit dem Gummi, mit dem Gummikostüm und ich weiß gar nicht, ist es überhaupt ein Kostüm? Ich bin nicht so, ist ein Kostüm, oder? Ist einfach ist ein Kostüm, sehr muskulöser, ja. Typ da unter der. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was die Origin von Rhino ist. Also er muss ja schon mehr sein als einfach nur ein muskulöser Typ irgendwas, weil er ist ja schon extrem stark. Ja, aber trotzdem, großer Fan. Aber gut, also wir beide sind ja Fans von großen, muskulösen Gegnern. Ich mag vor allem die alten Spider-Man-Feinde, die alle noch so nach Tieren, an Tieren orientiert waren. Ja. Da war dann Scorpion, Rhino, The Lizard. Ja. Ja, Cardiac und Rhino treffen aufeinander. Und hier wieder diese Manga-Speedlines. Spider-Man verpasst Rhino einen Sprungkick von der Seite. Oder einen Swingkick, besser gesagt. Eric Larson fängt die Action sehr gut ein. Also man weiß, wo sie sind. Die finden sich jetzt hier auf dieser Plattform. Rhino smasht unten rein. Die Plattform wird dadurch gestürzt und sie fallen darunter. Wenn ich das Skript dazu hätte, würde es mir sehr schwer fallen, sowas zu zeichnen, mir das vorzustellen und so zu zeichnen, also ökonomisch zu zeichnen, sodass ich nicht unnötig alles immer zeichnen muss. Ja, ja. Und er wählt die Ausschnitte sehr smart, dass er nicht zu viel Hintergrund zeichnen muss, gerade genug, dass man weiß, wo man ist und was passiert. Ich glaube, er zeichnet auch sehr, sehr schnell. Er hat ja teilweise manchmal auch 3 Serien pro Monat gezeichnet. Also fast 70 Seiten an 30 Tagen. Das Panel hier ist wild mit den ganzen Kabel oder was das ist. Ja. Cardiac rettet Spider-Man dann vor Rhino. Ich mag den stehenden Spidey mit dem gelben Licht von der Seite. Eigentlich war es jetzt wirklich durchgehend durch das ganze Heft, dieser Rot-Schwarz-Kombi bei Spidey. Und ja, ich bin auch ein großer Fan davon. Ich meine, John Romita Jr. hat das auch oft gemacht, dass er dann Spidey mit dem schwarzen Anteil im Kostüm gezeichnet hat. Das stimmt, ja. Ja, und das war's dazu. Es sind wirklich nur coole Jim Lee Punisher von diesem Punisher NES-Spiel. Hast du das mal gespielt? Ich hab's mal gespielt, aber... Ist mehr so ein Shooter, oder? Naja, das ist eher so ein Shooter. Du steuerst eigentlich nur ein Steuerkreuz und schießt die Gegner ab. Ich frag mich, ob man das mit der Lightgun spielen konnte damals. Mit der Lightgun wäre das nämlich richtig lustig. So an sich ist das ein kurzer Spaß. Ich glaube, ich auch sehr schwer gewesen. Aber schon lange her, dass ich das gespielt habe. Ja, eigentlich sind es nur diese 2 Seiten. Diese 2 Seiten machen das Heft so begehrenswert und auch sehr teuer, wenn man es haben will. Und es ist eigentlich relativ unspektakulär. Also es ist halt der erste Auftritt von Cletus Cassidy, aber es passiert wirklich nicht viel und er taucht auch wirklich nur auf, 1, 2, 3, 4, 5 Panels auf. Und es ist wirklich kein spektakulärer Auftritt. Aber trotzdem wollten wir euch das natürlich nicht vorenthalten, besonders da jetzt auch bald Venom 2 rauskommt, wo Carnage eine tragende Rolle spielen wird. Und wir werden uns sicherlich noch die weiteren Hefte angucken von dieser Reihe, die weiteren Auftritte von Carnage, oder? Genau, wir schauen uns jetzt, das war jetzt Nummer 344 von Amazing Spider-Man, und wir schauen uns in den nächsten Tagen und Wochen noch 345, 46, 47 an, bis zum ersten Auftritt von Carnage. Das ist dann Nummer 361, wenn ich mich nicht irre. Super cool. Thomas, wo findet man deine Sachen? Meine Sachen findet ihr auf Instagram unter thomas-luzalek oder auf meiner Homepage unter thomas-luzalek.com. Und Steve? Meine Sachen findet ihr auf Instagram unter steve-sluzalek oder meine Webseite steve-sluzalek.com. Alle Links sind auch unter dem Video. Und ja, ich muss mal wieder mehr Spider-Man-Comics lesen. Generell ist immer cool, Sachen von Eric Larson anzuschauen. Ich glaube, ich habe sehr viel Savage Dragon. Ich hatte mal so einen Sammelband Savage Dragon, den habe ich mal komplett gelesen. Das war auch komplett von Eric Larson. Er ist ja auch Erfinder von Savage Dragon. Davon könnten wir uns auch mal ein paar Sachen angucken. Auf
jeden Fall. Also später dieses adjektivlose Spider-Man, das schreibt er, glaube ich, auch. Und das sind so mit die besten Hefte, die von ihm. Da ist zum Beispiel auch dieser Cyborg-Spider-Man aufgetaucht. Die sind sehr Sehr cool, unterhaltsam, sehr sehr cool. spaßige Comics. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.